Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier so einzelne Bauten, die eigentlich so gut wie alle fertig sind. Und wir sehen auch hier werden die ersten Bauten schon so gut wie fertig. Das ist schon mal sehr schön, das sollte auch so sein. Hier sollen die Leute arbeiten gehen können, die alle hier leben. Denn wir haben momentan immer noch ein Arbeitslosenproblem, welches wir aber schon sehr gut seit Anfang des Jahres, wenn man jetzt mal dieses Jahr nimmt, Arbeitslose, die haben ja schon mal sehr gut runtergebracht. Also, es ist aber auch ein sehr hoher Anteil, wenn man das jetzt mal hochrechnet, die arbeitende Bevölkerung sind momentan 10.000 Leute, davon sind 1.000 arbeitslos, wäre eine Arbeitslosenquote von 10%. Und das ist ganz schön hoch. Und das können wir natürlich so nicht zulassen. Und deswegen muss da ein bisschen was passieren. So, aber es wird in demnächst auch wieder viel in Baustellen investiert, beziehungsweise dass da auf den Baustellen etwas vorwärts geht. Das ist schon mal ganz gut. So, hier ist kein Konstruktionsbüro zugeordnet und das können wir natürlich definitiv ändern. Denn da dürfen die jetzt alle hin und da dürfen die alle bauen, wie die Weltmeister. Und natürlich dann auch, wieder ist denn jetzt die Baustelle natürlich noch offen, dann kommen da wieder noch Leute hin und. Also da könnte sich durchaus noch wieder etwas entwickeln. Wickel. So. Du auch bitte dahin. Wieso ist das eigentlich aufgeblättert hier bei dir? Sehe ich das gar nicht so schön. So, und dann haben wir dich hier noch. Dann bin ich auch noch dazu. So, sehr schön. So, also dieses große Projekt, dann sieht man hier gleich mal, wie viele Leute hier denn gleich instant hinlaufen, die hier nur auf dieser Baustelle arbeiten wollen. Ja, da hat man gleich mal wieder 160 Leute auf der Baustelle. Also die Baustelle ist instant voll. Sehr schön. Also das ist gut. Von dieser Busplattform her werden sehr viele Arbeiter sozusagen hier was tun können. Ich brauche bloß dann halt von hier keine Arbeiter mehr wegtransportieren, glaube ich. Ich glaube, das kann ich dann einstellen und mir schenken. Das sollte dann anders funktionieren. So, hier auf der Baustelle ist auch ordentlich was los, wenn das Baumaterial mal da ist. Wir brauchen noch ein paar Kräne für den Hochbau. Und hier ist ein Kran für den Hochbau. Ich glaube sogar zwei. Nee, einer ist drauf. Für den Hochbau, es fehlen noch ein paar Bretter, die müssten aber, das könnte durchaus hier irgendwie einer dieser LKWs, der hier im Anflug ist, hier werden auch gerade die Kräne quasi mit angebracht, hier nochmal ein ganzes Auto voll mit Arbeitskräften, hier haben wir nochmal einen Bus, der eigentlich woanders hin will, der eigentlich auch, aber gut, egal, dieser Stau soll ja jetzt nur kurzzeitig hier sein, das wird unser Elektronikviertel hier und dann können wir hier nochmal wahrscheinlich ein Verkehrsunternehmen hinsetzen, welches quasi dann dafür sorgt, und das werde ich dir noch so halten, was dann dafür sorgt, dass die Kleidung und die Elektronik quasi in den Läden hier verteilt wird über ein Unternehmen. Ich denke mal, da man das mit dem gleichen LKW fahren kann, sollte das durchaus gehen, ne? Also die Elektronik dann hier verteilen und natürlich auch den Verkauf organisieren. Wir werden dadurch natürlich keine Dollar mehr rekurrieren, aber wir haben 1 Million Dollar als Rückhalt. Wenn jetzt irgendwo mal wirklich der Materie am letzten ist und wir unbedingt was brauchen, können wir da immer zurückgreifen drauf. Und ansonsten haben wir hier unsere wunderschönen Rubels. So, hier oben haben wir natürlich ein Problem mit den Feldern. Das heißt, wir haben ja theoretisch umsonst planiert. Das muss ich dann so mal zugeben. Ich werde hier diese Unternehmen einfach so weiterlaufen lassen mit den Feldern, die sie haben. Ich werde die Fahrzeuge nachkaufen, wie hier, dass das dann alles voll ist, ja. Aber es kommen keine neuen Felder hinzu. Ich werde oder habe mir, das ist jetzt auch was, ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Ne? Also habt ihr ja alle mitgekriegt, habe ich ja gesagt, ich musste vorproduzieren, Woche Urlaub. So, aus dieser Woche Urlaub, da habe ich mir komplett Rechner freigenommen und habe nichts an dem PC gemacht. Ne? Also ich habe Haare vielleicht gelesen an den einen oder anderen, aber sonst habe ich nichts am Rechner gemacht. Aber ich hatte dort sozusagen auch Ideen von dem, was ich denn hier eventuell machen möchte. Und da ist mir eigentlich die Idee gekommen, dass ich eventuell hier noch einen Lager hinbaue, welches ich mit einem Zug anfahren kann, wo ich Getreide anliefern kann. Also diesen Bereich dafür nutze ich hier, weil ich ja hier eh schon einen Kornverteiler habe, den ich da anschließen kann. Also beziehungsweise beide Kornverteiler hier auf der Seite, ne? Und die könnte ich dann mit anschließen und sagen, dieses Lager, welches hier steht für Korn, ne, also da kann man ja ein Lagerhaus hinbauen, welches mit dem Zug anfahren kann, weil in einem Lagerhaus kann ich ja auch Korn quasi drin lagern. Das geht ja hier, ne, 360 Tonnen. So,
Aber ich kann da natürlich auch noch die Lager dann mit anschließen hier. Und in 800 Tonnen reinkommen können nochmal. Und das mit dem Zug anschließen lassen. Und dann werde ich, und das ist dann auch etwas, was wir dann zum ersten Mal nutzen werden, werden wir ein anderes Gebiet jetzt planieren, in welches wir uns aussuchen, wo wir dann quasi eine riesengroße Kolchose hinbauen, die dann, weiß ich nicht, ob ich da Bevölkerung hinfahren will oder ob ich sie dort ansiedle. Eigentlich könnte ich sie auch dort ansiedeln, an der Kolchose. Das heißt also da ein paar kleine Häuser bauen und das dann halt mit dem Zug machen. Dafür wäre natürlich eigentlich eine schöne, sagen wir mal, große Fläche, die ich nicht schwer planieren muss, vom Vorteil. Also hier hinten dieses Becken hier, das wäre eigentlich fast schon prädestiniert dafür, dass wir da dann mal sozusagen ausmitteln und dass wir dann halt einen Zug haben, der hier hinten durchfährt und dann halt eben das Material hier hinten anliefert. Da müssen wir natürlich die Strecke sauber legen, das ist klar, aber das wird auch eh nicht lange dauern und eh nicht viel Geld kosten. Aber wie gesagt, das wäre so eine Idee, die ich dann noch so umsetzen könnte, um dann die Getreideversorgung hier aufrechtzuerhalten. Denn das ist jetzt wirklich etwas, was funktioniert so in dem Maße nicht mehr. Was wir aber nochmal gucken können, ist, ob hier unser wunderschönes Stahlkombinat Ernst Thälmann, ob es denn jetzt schon oder mehr Kohle dorthin kommt. Und natürlich denn der Einkauf von Rohmaterialien, wie zum Beispiel des Eisens, gestiegen ist in diesem Jahr. Also ob das jetzt so häufiger vorkommt, dass wir Eisen kaufen müssen, statistisch gesehen oder nicht. Also wir haben jetzt im halben Jahr, na Mai haben wir jetzt, haben wir schon relativ viel Ressourcen. 2100 Tonnen, gesamten letzten Jahr haben wir 5700 Tonnen. 5700 durch 12 mal 5. Hi, im Kopf sind das 5000. Wären 2500 ungefähr. In diesem Jahr haben wir 2100. Also da sind wir immer noch auf dem gleichen Stand wie im letzten Jahr. Ich hätte eigentlich erwartet, dass hier mehr Kohle ankommt und wir hier mehr Kohle quasi transportiert kriegen. Die Kohlewerke sind voll und eigentlich sind die Kohle-LKWs auch alle unterwegs. Die müssen eigentlich auch alle regelmäßig hier hinten ankommen und hier die Kohle reinkippen. Ne? Also hier sieht man hier, fährt eine Kohlelaste nach nächsten und dann müssen wir die Laster wollte ich nachher umtauschen. Die finde ich so geil, die sind echt gut aus. Die sind richtig gut aus. So viel besser als die anderen. Also das muss man ehrlich sagen. Also auch neu moderner und so. Da werden wir jetzt mal einfach hier sagen, was bist du denn für einer? Distribution Office, doch, du gehörst doch dazu. Zack, ab in den Müll. Weg mit dir. Alle, die da leer rauskommen und nicht dieses Ding sind, werden jetzt quasi dann da rausverkauft. Und dann werden wir uns hier die beiden Kohle-Hubs. Oder drei Kohle-Hubs? Habe ich drei Kohle-Hubs? Der kommt auch mal von dem hier. Alles klar. Gut, dann kaufen wir hier einen neuen. Und zwar brauchen wir einen Kipper und wir nehmen den Dumper hier. Kann 13 Tonnen Kohle transportieren. Aber halt mit höherer Geschwindigkeit als der alte 848er Kipper hier. Wo ist der? Muss ich irgendwo dazwischen stecken. Der hat eine Tonne mehr Fahrlast und noch mehr Geschwindigkeit. Interessant, dass der Dumper heißt, denn ich hatte immer früher ein kleines Fahrzeug, welches auch Dumper hieß. So, und jetzt können wir hier auch gleich. Zack, und weg mit dir. Du hast jetzt zwar einen Auftrag, du kriegst aber trotzdem erstmal eine Mülltonne, weil ich jetzt hier zwei neue kaufe. Wo sind sie? Da. Und dann Kipper und zack, zack. Eingekauft. So. Wir stehen hier noch drei rum. Weg in die Mülltonne. In die Mülltonne. Es ist zwar teuer, ich weiß. Aber ich persönlich finde die Fahrzeuge so faszinierend schön, dass ich die unbedingt quasi als mein Hauptfahrzeug Kipper jetzt benutzen möchte. Und ich werde wahrscheinlich auch meine ganzen LKWs auf den Bauhöfen sozusagen so austauschen. Und die machen wir hier eine genauso platt hier alle. Einfach mal weg damit. So. Ja, das ist was rein Optisches. Das ist etwas, wo ich sage, ist eine nicht unbedingt hundertprozentig nötige Ausgabe, aber ich möchte sie tun oder ich tätige sie, weil ich
verpfände diese Fahrzeuge auf meinen Straßen. Das sieht schön aus. So, gut. Wir könnten hier natürlich auch die Kiesdumper natürlich dann genauso austauschen alle. Bloß die haben ja eine eigene Route quasi, um das zu fahren. Ja, stimmt. Komm wieder. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Kann ich denn hier schon mal Chemikalien anliefern? So, hier sollten, also hier müssen wir von Mengen begrenzen. So, Pflanzen, brauche ich hier Pflanzen bei der ganzen Geschichte? Das ist hier Kunststoffproduktion. Den Kunststoff muss ich zurückliefern, da muss ich ein bisschen was umlassen. Mechanische Komponenten brauchen wir gar nicht. Elektronik darf ich, muss ich zulassen. Elektronische Komponenten muss ich zulassen. Kleidung brauche ich hier nicht. Essen brauche ich hier nicht. Alkohol brauche ich hier nicht. Stoff brauche ich hier nicht. Und Pflanzen brauche ich hier nicht. So, jetzt sind jetzt jeweils 25% im Lager von jeder Sorte. Das könnte erstmal ganz gut sein, aber ich würde sagen, Chemikalien können wir uns auf 15% einigen. Elektronische Komponenten brauche ich hier eigentlich jetzt aktiv im Lager auch nicht so viel. Also, oh, das muss ich immer gleich hin. Naja. So, Öl muss jeder für sich selber ankaufen. Das Kunststoffwerk kann also Öl ankaufen. Kunststoffe bekommt es ja aus der Kunststoffproduktion, die ja hier noch. Okay, das ist die Elektronik und Halle. Hier, das ist das Kohlewerk. Nee, was? Ölwerk, Fabrik für elektrische. Was ist das Kunststoffwerk? Stellst du das selber her? Achso, Export. Okay, also das kriegt Chemikalien und Öl. So, jetzt muss ich natürlich hier sagen. Okay, wo wollte ich das machen? Ich wollte hier einen LKW haben, der Chemikalien abliefert in die Richtung, ne? So, du hast drauf Chemikalien. Habe ich hier nicht schon zwei LKWs, die Chemikalien verfahren wollen? Hier. Du willst doch Chemikalien. Konservenfabrik, Straßenladungsstation. Novgorod-Straße. Novgorod. Nee, du bist ein Getreidetransporter. Das ist nicht so wichtig. Wo sind denn meine Chemikalientransporter? Verbundene Fahrzeuge. So, du bringst beladen Chemikalien zum Warenhaus. Tada. Hier oben, ne? Genau, hier bringt er Chemikalien hin, den Rest verkauft er. Alles klar. So, und du machst das die gleiche Tour drin, ne? Glaube ich ja, ne? So, dieses Warenhaus werde ich jetzt mal rausnehmen hier. Das Zollhaus, warte mal, ich werde erstmal das Warenhaus hinzufügen. Dann werde ich sagen, fahr mal lieber dahin. Dann nehmen wir das Zollhaus wieder raus. Und dann fügen wir das Zollhaus am Ende wieder dran. So, gut. Und hier sollst du bitte entladen. 100, nein, nicht warten bis 100%. Und hier sollst du entladen. Komplett. So. 100% von allen. Und hier warten bis entladen. Genau. So, das müsste jetzt eigentlich klappen, dass dieses Fahrzeug quasi die ersten Chemikalien, 1,8 Tonnen, die es noch an Bord hat, quasi hier oben abliefert in dem Werk. Nee, da abliefert. Hier müssten Chemikalien hinkommen. An dem Warenhaus. Und dann könnten die mit den Chemikalien können hier schon mal losgelegt werden. Brauchst du Chemikalien nachher? Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal Kunststoff. Aber nie mit elektronischen Komponenten hergestellt. Ne? Damit wir einen Druckmesser da anliefern müssen. So. Gut. Okay, das hätten wir schon mal. Hm. Schön. So, hier stehen wieder drei Fahrzeuge, die gerade ausgetauscht werden wollen. So. Genau. Kipper. Oh, da sind noch drei drin, die so aussehen. Und hier haben wir auch noch ein paar Fahrzeuge, die so aussehen. Die wir dann nicht mehr haben wollen. Mülltonnig. Verkaufen, ja. Und bitte verkaufen, ja. Wo willst du hinfahren? Ah ja, auch hier hin. Verkaufen, ja. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Platz wieder. Kipper. So, dann ist es auch bloß noch drei Fahrzeuge, die wir tauschen müssen. So, hier ist halt gerade schneller geworden. Warum ist er so schnell raufgefahren? So, den kann man auch wieder austauschen. Also kriegen wir jetzt einen nach dem nächsten hier, würde ich sagen. Und können hier einen nach dem nächsten austauschen. Was für einer hier? Achso, der hat noch. Der hat noch Alleinstellungsmerkmal, der kommt ganz weg, das brauchen wir nicht mehr. So, der gehört noch zu gar keinem dazu.
Du gehörst zu einem dazu. Zack und Feierabend. Und hier sind Themen die wenigsten bis jetzt so ausgetauscht. Aber das kriegen wir noch hin. Gut, also entweder ist hier wirklich die Einstellung schlecht, dass ich hier das, dass hier das Lager nicht. Aber bei B-Laden will ich ganz gerne, dass das Storage of. Und hier möchte ich ganz gerne 90% im Lager haben. Also theoretisch, warum jetzt die LKWs rumstehen, verstehe ich nicht, weil da sind garantiert keine 90% im Lager. Ja, hier sind keine 90% Kohle im Lager. Aber vielleicht ist so viel auf der Straße unterwegs, dass hier 90% theoretisch dann am Ende drin sind. Ne? Das weiß ich noch nicht. Aber unser Stahl geht zur Neige. Also das, was wir als Stahl besitzen, da ist momentan ganz schön, sagen wir mal, Raubbau wird da dran betrieben, beziehungsweise es wird ordentlich verbraucht. Aber es geht natürlich auch in unseren Baustellen jede Menge Stahl rein. Ne? Hier geht auch nochmal 22 und 44 brauchen wir nochmal. Also da geht ja auch immer noch viel Stahl rein. Kann vielleicht auch daran liegen, dass so viel Stahl weg ist. So, hier sollten jetzt die ersten Chemikalien angekommen sein. Irgendwann mal? Nee, noch nicht. Wo ist der LKW? Hier sind die Chemikalien. Ist auf jeden Fall leer. Und fährt zum Zollhaus. Das ist doch Quatsch. Du kannst auch dahin fahren. Wo immer du gerade unterwegs bist. Ach, guck mal, das wäre. Ah, doch, du warst schon ein Stückchen weg. Naja, gut. So, okay. Heißt also, im Groben und Ganzen hätte ich jetzt erwartet, dass hier schon Chemikalien lagern. Da lagern sogar schon Chemikalien. Sehr gut, die müssen ja denn hier ankommen. Ja, da sind auch welche. So, Öl musst du dir ja selber importieren. Da machen wir einen automatischen Einkauf von Öl von ja, 3 Tonnen immer dauerhaft auf dem Lager. Und schon werden hier nämlich die ersten Kunststoffe produziert. So. Bei den Kunststoffen müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass dieses Lager nicht überläuft an Kunststoff. Ne? Aber das werden wir dann ja sehen. So, Kunststoffe können wir erstmal 70 Tonnen drin lagern. Und da haben wir schon 2,1 Tonnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Also das Kunststoffwerk arbeitet schon mal. Wie viele Arbeitslose haben wir jetzt noch? Also um die 1000 immer noch. Ja, das muss natürlich noch ein bisschen besser werden, ja. Aber gut. Kriegen wir auch noch hin. So, hier ist noch eine Baustelle offen. Keine Ahnung, ist hier kein. Kein Bauunternehmen zugewiesen. Und hier so auch nicht zu lassen. Kannst auch ruhig mal bauen an der Stickstraße. Hört ja keinen. So, dann müssen wir eigentlich schon die nächsten großen Bauprojekte in Betrieb nehmen oder beziehungsweise in Angriff nehmen. So, dann werde ich erst einmal, also ich werde hier hinten noch ein bisschen rumplanieren. Für ein paar Wohnhäuser. Ich würde noch gerne ein paar Wohnhäuser, aber dann müssen wir natürlich auch in den Schulen und alles noch bauen. Uiuiui. Okay, 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 okay. Wie sieht das überhaupt aus an den Schulen mit der Bildung? Eigentlich ganz gut, ne? Kindergarten ist voll, Schule ist auch voll. Ja, geht aber noch. Läuft noch, sagen wir mal, zu unseren Gunsten. So, ist das denn hier mal langsam fertig? Da fehlt noch ein ganz klitzebisschen Beton und ein ganz klitzebisschen anderes Material. Und dann ist das hier auch fertig. Sind doch Kräne drauf? Ja, 2 Stück, ne? Oder? Aber echt sehr schwer zu erkennen. Ah ja, und zu gut zu sehen. So. Wollt ihr denn da dann wohl den Fokus drauf legen? Oder wie? Ja, guck mal, wenn wir da hinten hingucken, sehen wir die Kräne besser. Weil das hier vorne verschwommen wird. Und den Fokus da hinten nicht mehr setzen. Wenn wir den Fokus vorne hin sehen, sind die Kräne scharf. Aber durch die Kantenblättung werden. Wenn die ein bisschen raus. Operiert aus dem Bild. Na gut, okay. Also wir sind sehr dünn zu erkennen, unsere Kräne, aber dann muss doch jetzt immer langsam hier der restliche Baumaterial angefahren kommen. Kann doch nicht sein, dass die jetzt hier auf 0,3 Tonnen Beton warten. Oder haben wir keinen Beton mehr? Ist das Beton oder kein Beton mehr? Hier ist kein Kies vorhanden. Hier ist kein Kies vorhanden. So, der macht ja nur, der macht ja so, der hat das Kies hier hin und das ist der, der da hinfährt, alles klar. Na gut, okay, der hat sich jetzt gerade den Restbeton geholt. Jetzt wieder mal weggekommen auf der Baustelle anscheinend, man weiß es nicht. So, wir brauchen also demnächst wieder große Bauprojekte für noch ein bisschen mehr Dinge, die wir brauchen. Und wir brauchen, ja, brauchen wir noch, ach, hier, guck mal, Holz sieht gut aus, ne, oder? Da habt ihr jetzt wieder genug hier, oder? 5000 Tonnen.
Das ist mehr noch im Wachstum, okay. Das ist auch schon wieder voll hier, das Bretterlager. Das war ja, naja, ganz voll ist es nicht, aber das war ja sehr weit leer gefahren. Gut. Heißt, sie werden hier hinten noch so ein Distribution Center in Groß bauen oder in Medium? Welches dann quasi die ganzen Gebäude hier so ein bisschen mit versorgt und beziehungsweise dann die Chemikalien hier verteilt aus den Chemiewerken. Das würde ich denen wahrscheinlich dann so ein bisschen zuordnen oder so, ich weiß es nicht. Ich habe hier kein Lager dafür, die Chemikalien, ne? Was machst du da drin? Achso, du wartest jetzt auf Chemikalien. Ja, na gut, okay, kannst du machen. So, und das ist natürlich dann so ein Ding, dann muss ja hier auch in Chemikalien mal hier noch drin liegen. Jetzt sind hier nur noch 0,5 Tonnen drin, ne? Da wird wahrscheinlich auch nichts mehr produziert jetzt hier großartig. Alles weg. Man braucht wahrscheinlich neue Chemie, nur ein paar Chemikalienwerke. Müsste ich sowas nochmal bauen mit für Chemikalien, aber woanders. Kann ich jetzt hier nicht ein Chemiedreieck reinbauen noch. Also hier passen sie eh nicht hin, das haben wir ja schon getestet. Aber wir müssen natürlich auch noch hier irgendwie eine... Na gut. Gehe ich hier eine Kurzdurchstraße durch? Weiß ich nicht. Ob sie drin warten lassen, weiß ich auch nicht. Hm. Na gut, da müssen wir mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Ich denke mal, unser Chemiewerk hier, diese beiden kleinen Chemiewerke und die beiden kleinen Chemiewerke, es wird nicht ausreichen, um genügend Chemikalien für uns zu produzieren, für alle Produktionszwecke. Und jetzt ist hier diese Fabrik soweit fertig. Das heißt, sie braucht Kunststoffe, die kann sie sich ja von hier drüben holen. Sie braucht Chemikalien und sie braucht Stahl. Das heißt, hier müssen wir auch Stahl anliefern. Den können wir hier nicht zwischenlagern, das heißt, den werden wir direkt dann liefern. Chemikalien kriegst du von hier und Kunststoffe kriegst du auch von hier. Das sollte funktionieren, dieser Weg ist ja dran. Und dann kannst du Stahl und Chemikalien fehlen, ja. Kunststoffe, da hätte er Zugriff drauf wahrscheinlich. Aber hier Chemikalien sind halt so wenig da. Na gut, okay. Sieht man halt, ne, was da los ist. Alles klar. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen Sack voll mehr Arbeitslose. Ja, immer noch um die 1000. Okay, aber hier die Baustelle. Nein, wir gehen ein paar noch auf. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben auf jeden Fall schon wieder einen Teil des Elektrowerkes fertig. Jetzt wird dieses hier noch fertig gebaut. Wir müssen Stahl hier hin transportieren. Das heißt, dann braucht man einen Stahltransporteur, der das dann da mal ab und zu abliefert, bis da das Lager voll ist. Hier hinten haben wir ein Stromproblem. Oh, wir haben ein massives Stromproblem anscheinend hier. Das hat man schon mal, ne? Dass hier mehrfach irgendwo die Lichter ausgegangen sind und wir nicht wissen, welcher von diesen Knoten hier überlastet ist, dass hier hinten kein Strom ankommt. Kann ja nicht nur der sein, dass hier die Spannung immer zusammenbricht, aber die Leistung ist hier eigentlich ausreichend. Oder kommt von hier einfach nicht zu genügend? Ja, das ist bei 100% Produktion. Das heißt, wir können nicht mehr so viel Strom verkaufen. Den muss ich hier regulieren, den Stromverkauf. War das? Da war das. Zack. Dann müssen wir 10% weniger Strom verkaufen und dann... Ja, gut. Aber wir haben ja hier genügend andere Sachen, die uns jetzt Geld bringen. Gut, alles klar. Haben wir das auch noch geklärt. Ich denke mal, das wird eine sehr schöne Aufnahme von hier oben. Von unserer Stadt. Und wie gesagt, hier unser Elektronikwerk steht fast. Die Kräne sind jetzt auch dort. Das nehmen wir dann in der nächsten Folge anständig in Betrieb. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.